Bayern. Nein, jetzt sind die letzten Jahre an dem Auerkäse. Blutisches Blut. Siehst du, da kommst du im Fußball, oder? Guten Morgen. Es ist 20 vor 10 und heute sterben wir. 25. Und wir brechen jetzt so eine Zwei-Tages-Wanderung auf. Heute geht es auf den Wiesenstein. 6 Stunden 10 Minuten von Balsten los. Es hat mega viele Leute unterwegs. Es tut auch die Nerven. Wir verstehen einfach nicht, wieso die Älteren mal dann gehen müssen, wenn die Jungen frei haben. Auf jeden Fall lassen wir uns überraschen und der Tag wird sicher mega schön. Ja, ich bin auch. Bis später. Tschüss. Tschüss. So, wir sind draußen vom Puff. Ja, ja. Wir sind alle in einen Bus eingestiegen. Das ist grauenhaft. Du kannst, nicht einmal hocken. Du stehst im Gang raus mit 100.000 Wandern. Jeder hat irgendwie voll die Wanderungsrüstung drauf. Das ist voll ekelhaft, ja. Auf jeden Fall geht es dann gleich rauf. Und ich tue einfach zwischen ihnen noch ein bisschen filmen. Genau. Und wir genießen jetzt einfach die Ruhe. Ja. Wir sind jetzt im Wald. Ja. Es sind etwa 5 Minuten. Wir sind im Wald. Und es geht rauf. Der Kopf ist schon wieder frei. Ja. Es geht bergauf. Und überall rascheln irgendwelche Müsli. Ja. Oder Amseln. Oder sonst irgendetwas im Gehölz. Äxle und so. Es ist mega schön grün. Und es schmeckt gut. Ja. Und Vögel pfeifen. Ja, extra für uns. Und wir sind schon wieder am Pläne schmieden. Wie immer beim Wandern. So schön. Der Teil, den wir übrigens machen heute, ist der Teil vom Jura-Höhenweg. Der Route 5 in der Schweiz. Yes! Warte, ist schon Zeit. Ja. Okay. Von Waldstuhl auf der Weißen Stein. Ja. Wir haben das erste steile Stück geschafft. Es voll tropft. Nass. Voll es nass tropft. Geschwitzt. Das T-Shirt da so wusch. Jetzt habe ich schon Panik gehabt, dass es die nächsten 2 Stunden so steil wird. Ich glaube, es kommt nur ein Stück. Aber, ja, wenn es stückweise mal wieder so halbwegs gerad. Wenn man hochläuft, das ist gerade irgendwie für uns. Ja. Ein bisschen steigig. Aber schön ist es. Schweinehund kommt mal ab und zu noch ein bisschen raus. Bei mir. Ja, aber egal. Siehe sie. Alles gut? Ja. So streng, gell? Jo. Puh. Mega schön. Von dort vorne haben wir mir so ganz steil hochgelaufen. Und da vorne kommt wieder ein Wegweiser.
sitzen wir da am Waldrand. Trinken gerade ein bisschen und genießen die Sonne. Ich werde vielleicht der Klippe wohnen. Jetzt ein Horn. Schön. Wir träumen schon von unseren Schlafstellen, gell? Ja. Überall sehen wir Schlafplätze. Also es geht schon wieder nach Liabe. Hoffentlich nicht allzu weit. Es ist schon ein steiles Stück runtergegangen und ich habe wieder Höhenangst gehabt. Aber ein Hero hat mich gerettet. Mein Hero, sie ist schon immer mein Hero. Ich glaube, ich wäre schon längst verhungert, verdurstet oder abgestürzt auf dem Berg. Abgestorben am Berg. Ja, genau. So. Schwarz ausdörrt von der Sonne. Oder? Mhm. Also kilometertechnisch haben wir jetzt Halbzeit. 9 Kilometer in wie viele Stunden? 3 Stunden und 12 Minuten. 1500 Höhenmeter. Genau. Ziemlich steil zum Teil und dann braucht man halt auch viel mehr Zeit. Wird wahrscheinlich irgendwo ein Rundwanderweg sein. Ja, es ist alles so richtig saftig grillen und die Grille zirpen und die Vögel zwitschern und da unten schon so Badewanne, schätze ich. Ja, genau. Ohne Wasser. Okay. Und wir genießen es mega. Es ist schön. Wir sind gerade an einer Feuerstelle vorbeigelaufen und dann ist ein Mann mit so einem Kuchenbuffet auf uns zugegangen und hat uns ein Stückchen. Du hast jetzt auch verarbeitet. Mega fein und voll lieb, das ist noch nie passiert. Ja, es gibt da noch gute Menschen. Also Spender, wenn du das irgendwann solltest sehen, merci noch einmal. Dankeschön. Wir haben es jetzt 10 vor 2 und wir haben jetzt gerade eine tolle Feuerstelle entdeckt. Repariert und das Holz brennt mega gut. Es ist auch lange in der Sonne gelegen. Überhaupt nicht nass. Und mein Hero macht gerade Feuer. Sie macht das gut. Hero, Hero. Du meinst, ich soll mal langsam Stecke suchen? Ja, das ist schlecht. Das nennt man Rollenverteilung. Was bedeutet das jetzt? Du bist der Mann und ich bin die Frau, oder was? Ja. Eben, gell. Das nicht. Das grosse Brüste, obwohl sie nur so klein sind. Süssi. Also ich gehe mal jetzt nach dem Stecken schauen. Und dann haben wir halt so eine tolle Aussicht. Wer hat die schon zum Essen? Meine Süssi, schmeckt es fein? Hat den besten Sitzplatz und Ausblick, den man sich so vorstellen kann. Und ich übrigens auch. Wir haben gerade unsere Wurst gegessen und ein paar Chips. Und
das ist mega gut. Wir haben die schönste Aussicht beim Essen. Ich musste darüber wechseln, weil ich da vorne nicht mehr hocken kann. Hast du Angst? Ja, langsam ist schon noch leer. Oh. Also so, irgendwie läuft das Teil. Juhu! Und dort hinten, ganz weit hinten, dort sind die Schneeberge. Mimi, siehst du? Hi! Dort hinten ist ein Hotel. Oder ein Restaurant, da vorne ist auch seine Feuerstelle. Irgendjemand das Bier liegen, Bierdosen leer. Und dann ist eine Radfahrerin, wahrscheinlich mit dem E-Bike. So, wir sind wieder unterwegs. Frisch gestärkt. Jetzt haben wir noch 8,25 Kilometer. Sagen wir mal 9, vielleicht auch 10. Wissen wir ja nicht, oder? Die Sonne ist ein bisschen weg. Aber es ist auch gut, wenn man nicht in der bretschigen Sonne muss laufen. Genau. Und meine Süße hat dahinter einen Müllsack dran geschnürt. Weil wir sind ja ordentliche Wanderer, die ihren Müll überall mit wieder nach Hause nehmen. Wir haben sogar Müll von anderen. Genau, wir haben sogar Müll von anderen. Also mich, wenn du das siehst, save the earth. Marian hat Müll mitgenommen von anderen Leuten. Wuhu! Du bist lieb. Und das ist ein komisches Teil, wo wir müssen durch. Das ist schwierig mit diesen Matten. Gehen wir noch auf den Gratwanderweg. Wow. Also wir haben jetzt schon 12 Kilometer, Ufer aber, Ufer aber. Und jetzt sind die bei schon. Und sonst auch. Mental ist man richtig befreit, gell, Schatzi? Ja. Es geht einem gut. Wandern ist einfach gut für den Geist und für die Seele, für den Körper. Und die Strecke, die wir heute laufen, die ist wirklich wunderschön. Wir haben schon einen Haufen Leute getroffen, die gefragt haben, ob wir den ganzen Jura-Höhenweg machen. Ich habe gesagt, nein, wir gehen noch mal einen Teil davon. Ja, jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl von Gepäck mit Zelt und so, hinten auf dem Rücken. Und es ist gar nicht so schlimm. Gell, Schätzi, wenn man Seifen so weglässt. Yay. Jetzt sind wir wieder an so einer tollen Aussichtsstelle da. Es ist wunderschön da oben. Wir haben jetzt gerade ein paar tolle Fotos gemacht und es hat so ein bisschen was vom Urwald, wenn man da so überall schaut. Mega schön. Meine Hände sind schmutzig. Wir hocken da oben und vorsichtig und genießen das Leben. Wir haben schon so viele Wanderungen gemacht in den letzten 4 Jahren. Ja. Es wird immer extremer. Aber es ist schön. Wenn ihr sie sieht. Okay.
So, mittlerweile haben wir so irgendwie 18 Uhr. Wir am Handy laden mit dem Salat. Genau, das ist mega gut. Ich kann hinten auch eins am Rucksack hängen. Das ist besser wie so eine Powerbar, die man an der Steckdose aufladen muss, weil das geht wirklich über Licht. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal geladen, gell? Ist nicht schlecht. Mhm. Auf jeden Fall ist unser Weg gesperrt wegen Felssturz und Steinschlag. Und jetzt ist da vorne so eine Umleitung dran gewesen. Müssen wir jetzt schauen, wo wir rauskommen. Ja, 15,5 Kilometer. Ja. Mal schauen, wo wir heute landen werden. Ja, genau. Bis später. Oh, wir haben die Umleitungsabzweige zum Weißen Stein gefunden. Aber auch leider das Geschenk, dass wir dann nochmal nach Le Havre laufen dürfen. Und das Zeug dürfen nochmal hochlaufen. Also wir haben uns für heute Abend für den schönen Ausblick entschieden. Wir sind jetzt gerade dran am das Feuer machen. Meine Siessi und da sind Bohnen drin. Bohnen und Würstchen. Ich muss mal aufpassen, die Differenz, okay. Und mal gucken, ob es schmeckt und gut kommt. Das Essen drauf. Lecki, lecki. Volles Outdoor-Abenteuer heute. Also das sind unsere ersten Bohnen und die probieren wir jetzt. Bohnen? Würstchen. Würstchen? Mit? Alter. Scheiße. Mhm. Verbrennt die nicht. Mit einer Brötli, gell? Also wir haben ja schon an alles gedacht. Wir haben sogar wie mit Ufer geschleppt. 4 Liter Wasser jeder. Nee, 3 Liter. 3 Liter Wasser. Dann Cola und Wein und Essen und Kochgeschirr und Klamotten. Und viele feine Sachen. Genau. Und unsere Unterkunft. Und da fliegen so. Wie hat sie bis jetzt so gefallen, so der Weg? Und wenn uns halt der Kritiker angleiten und unsere Beine anzippt. Es ist schön warm gewesen, gell? Ja. In der Sonne. War schön gewesen, bis auf der Umweg jetzt wegen der Absperrung. Ja, es hätte eigentlich, glaube ich, nicht müssen sein. Nein. Zum Wohl. Du, da ist ja Kohlensäure drin. Aber der kommt aus dem Wallis, kann nur mal gut sein. Hocken wir am Solothurn auf dem Berg und trinken Walliser Wein. Ist Solothurn. Aha. Danke herzlichst dem großzügigen Speck. So, jetzt bin ich auch dabei. Ab und fertig. Heute gibt es Wein aus der Flasche und nicht aus Plastikbechern. Das ist mir bald gezeigt. Schau dir da auf der Winkel. Also wir sitzen jetzt schon eine Weile da und es ist so, dass am späten Nachmittag die Alpen noch nicht so zu sehen waren und auf einmal zeigen sie sich uns. Jawohl. Kriegen wir noch ein Striptease, ein Alpenstriptease. Cool. Ja. Schön ist es. Nennt es keine Sonne mehr, aber so schaffge ist es, gell? Und jetzt ist der große Augenblick da. Tada! Da ist unser Zelt. Juhu!
Willkommen in unserem Daheim. Oh, ich muss mal da rein. Da haben wir jetzt einen Schlafsack. Da haben wir Trinken und eine Stirnlampe an. Dann haben wir da den Hütteschlafsack und den Deuterschlafsack. Eine Downy-Jacke. Meine Maus hat das gleiche auch. Dann haben wir da noch Mütze, Schal und Handschuhe drin. Und Sterne schauen. Tun wir mit. Und dann haben wir da so eine Luftmatratze drunter, dass wir wenigstens ein bisschen gut schlafen. Hallo. Und wenn man dann morgens aus dem Zelt schaut, morgen früh, da kann man gerade auf die Alpen schauen. Auf jeden Fall ist es Premiere für mich. Mit meiner Siesse zusammen. Dass wir heute einfach da auf dem Schweizer Wanderweg zelten. Wir sind ordentliche Leute. Tun unseren Müll mitnehmen. Tun uns leislig verhalten. Keine laute Musik hören. Wann wird es dunkel? Um 9 Uhr, gell? Wir sind glaube ich so durch, dass wir gut werden schlafen. Also das ist unser Ausblick von unserem Schlafplatz. Wir gehen jetzt schlafen. Es ist schon kurz vor der 9 Uhr und es wird wirklich dunkel und wir sind mega müde und haben jetzt mega viel heiße Tee getrunken und Wein und fein gegessen haben wir und ausbreitet haben wir. Müssen wir mal ein bisschen in der Nacht. Ja, das kann so. Schon sein. Hinterm Zelt hat das WC. Nein. Ja. Wir sind gespannt, ob wir halbwegs gut schlafen können. Wir sind ein dick eingemummelt. Wir haben einen Hüttenschlafsack, einen richtigen Schlafsack. Wir können die Schlafsäcke aneinander zippen. Gute Nacht, meine Süße. Gute Nacht. Gute Nacht. Es ist schon noch hell, aber wir werden jetzt versuchen zu pennen. Wir haben jetzt den Aufzug gemacht.